Ja, meine Damen und Herren, auch von mir herzliches Willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Herr Kleiner, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, von unserer Seite, dass Sie uns Unterschlupf in Ihren Räumen hier gewähren und das Berliner Büro der HSFK ermöglicht haben. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie erwarten jetzt nicht, dass ich die Antworten gebe, die etwas unvorsichtigerweise auf der Einladung stehen, Antworten der Friedensforschung auf die Fragen der nächsten 4 Jahre. Mein Vortrag ist mehr der Impulsvortrag, der die Fragen stellen soll. Und die Antworten kommen dann vom Podium später. Vor genau einem Jahr, Julian Jung hat darauf hingewiesen, im November 2016 vereinbarte die Große Koalition, die Friedenskonfliktforschung weiterhin gezielt zu fördern. Und ich muss das nochmal zitieren, weil es einfach so schön ist. Die Friedensforschung weiterhin gezielt zu fördern und ihre Ergebnisse noch stärker in die Arbeit der Bundesregierung auf allen Ebenen einfließen zu lassen. Neue Erkenntnisse aus der Friedenskonfliktforschung, so hieß es, könnten einen wichtigen Beitrag zur Fundierung der politischen und gesellschaftlichen Debatten leisten. Ich zitiere es auch mal, damit das nicht in den laufenden Gesprächen möglicherweise vergessen wird. Diese freundlichen Worte können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass bis heute die Friedens- und Konfliktforschung politisch umstritten ist. Dass sie eine bewegte Geschichte hinter sich hat, ist ja bekannt. Dass sie auf Vorschlag von Bundespräsident Gustav Heinemann eine privilegierte Förderung erhielt, dann in die politischen Debatten um die Ost- und Entspannungspolitik, Abrüstung und Nachrüstung geriet, ihre institutionelle Basis in Gestalt der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung verlor, nachdem die unionsgeführten Länder ausgetreten waren, dass sich in der Folgezeit die Friedens- und Konfliktforschung professionalisierte und im Jahre 2000 ein neues institutionelles Zentrum in Form der Deutschen Stiftung Friedensforschung erhielt. All das ist bekannt, weniger vielleicht aber, dass es noch immer massive politische Vorbehalte und auch Vorurteile gegenüber der Friedens- und Konfliktforschung gibt, von denen ich dachte, dass sie mit dem Ende des Ost-West-Konflikts verschwunden wären. Eine sehr lebhafte Erinnerung ist ein Hintergrundgespräch im BMBF mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundestages, in dem die Friedensforscher sich massive Kritik anhören mussten und Vertreterinnen der SPD, Linken und Grünen uns als Friedensforschern dann zur Seite springen mussten, um uns zu verteidigen. Wie dem auch sei, die Friedens- und Konfliktforschung steht unter externen Rechtfertigungsdruck, zu zeigen, was sie kann, was sie möglicherweise besser kann als andere, warum es sie geben sollte und sie gefördert werden müsste. Und deshalb hat der gleiche Bundestag eine Evaluation der Friedensforschung und Konfliktforschung durch den Wissenschaftsrat beschlossen, die dann im nächsten Jahr stattfinden soll. Nun, ohne den Ergebnissen dieser Evaluation vorgreifen zu wollen, und ich weiß, dass mindestens ein Mitglied der Kommission hier im Raum ist, möchte ich Ihnen skizzieren, was ich glaube, was die Friedens- und Konfliktforschung kann oder können sollte und wie sich insbesondere die HSFK als Leibniz-Institut aufstellt, um ihrer besonderen Rolle im Wissenschaftsbetrieb einerseits und Politikbetrieb andererseits gerecht zu werden. Sie tut das in einer doppelt schwierigen Lage, innenpolitisch und weltpolitisch, wenn Sie so wollen. Innenpolitisch stehen wir vor einer neuen Legislaturperiode, vor einer schwierigen Regierungsbildung und einem Bundestag, in dem erstmals eine rechtspopulistische Partei in nennenswerter Größe vertreten ist, die Werte vertritt, die denen der Friedens- und Konfliktforschung diametral entgegengesetzt sind und die bisher nicht durch besondere Wissenschaftsfreundlichkeit aufgefallen ist, um es mal so zu sagen. Auch die Friedens- und Konfliktforschung muss erst lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen. Mit wem man spricht, wen man einlädt, wem man eine Bühne bietet und wie man mit Kritik an Wissensbeständen umgeht, die bislang als gesichert galten. Sei es über Migration, gesellschaftliche Sicherheit, Zusammenhalt oder inneren Frieden. Weltpolitisch
sieht es nicht viel besser aus. Auch hier sind liberale Werte zunehmend in der Defensive. Noch vor ein paar Monaten hieß es, die liberale Weltordnung sei, wenn überhaupt, von ein paar aufstrebenden Mächten bedroht, insbesondere China und Russland. Nun stellt sich heraus, dass nicht aufsteigende, sondern absteigende Mächte es sind, nämlich die USA und Großbritannien, die diese Ordnung aufkündigen. Wenn normative Ordnungen gleichsam von außen kritisiert und herausgefordert werden, dann ist das das eine. Wenn sich diejenigen, die sie etabliert und über Jahrzehnte aufrechterhalten haben, von ihr abwenden, dann ist es das andere und kann wohl als handfeste Krise bezeichnet werden. Und hier fängt die Arbeit der Friedensforschung an, bei der kritischen Zeitdiagnose. Manchem mag es als Schwarzseherei erscheinen, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überall Konflikte und Friedensgefährdungen sehen. Aber es ist diese Early-Warning-Funktion der Friedens- und Konfliktforschung, die sie wie Cassandra zum Seismographen gesellschaftlicher Entwicklung macht. Denn es stellt sich ja doch die Frage, wie es sein kann, dass ausgerechnet die Champions der liberalen Ordnung, die, die seit Jahrzehnten die internationale Gesellschaft basierend auf institutionalisierten Prinzipien individueller Rechte, freien Handels und multilateraler Kooperation getragen haben, diese Ordnung aufkündigen. Denn so muss ja man ja wohl Donald Trumps Ankündigung im Wahlkampf und seine Entscheidung im ersten Jahr seiner Präsidentschaft verstehen. Als Abkehr von den Prinzipien des freien Welthandels und der Hinwendung zu wirtschaftspolitischem Protektionismus, die Denunzierung multilateraler Kooperation und Diffamierung internationaler Organisationen, die Verächtlichmachung internationaler Normen, etwa des Folterverbots, und die Missachtung internationalen Rechts. Aber gleichzeitig ist es natürlich verkürzt, Trump persönlich gewissermaßen für die Krise der liberalen Weltordnung verantwortlich zu machen. Denn die Krise reicht tiefer bis in die Praxis liberaler Politik und die Widersprüche, die sich bei der Umsetzung liberaler Werte weltweit ergeben. Etwa die Widersprüche zwischen Freihandel und wirtschaftlicher Ausbeutung, der Widerspruch zwischen Menschenrechtsschutz und militärischen Interventionen, dem Widerspruch zwischen Entwicklungshilfe und Bevormundung, dem Widerspruch zwischen Demokratieförderung und demokratischen Kriegen. Es sind diese Widersprüche, die die Friedens- und Konfliktforschung analysiert, und sie tut es idealerweise so, dass Alternativen deutlich werden. Und das ist ein zweites Merkmal, das die Friedens- und Konfliktforschung von anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen absetzt, ihr dezidierter Praxisbezug. Friedens- und Konfliktforschung nimmt für sich in Anspruch, Grundlagenforschung und Politikorientierung zu verbinden und damit den Leitspruch der Leibniz-Gemeinschaft, Theoria cum Praxi, in idealer Weise umzusetzen. Nun, Politikberatung ist ein großes Wort, und missverständlich, wenn man darunter nur Handlungsempfehlungen mit den Weinen der Wissenschaftlichkeit versteht. Ich glaube, man sollte sich von der Vorstellung lösen, die Friedens- und Konfliktforschung könnte oder sollte mit einer einzigen gemeinsamen Position vertreten sein oder eine Stimme haben. Ich weiß, das ist frustrierend für die, die sich von der Wissenschaft definitive Antworten versprechen. Aber so wichtig die gemeinsame Forschung, die gemeinsame Position ist und die Anschlussfähigkeit aneinander, so wichtig ist die Verfolgung konkurrierender Ansätze und die wissenschaftliche Debatte. Politikberatung, glauben wir, funktioniert anders, nämlich als Austausch und Diskussionsprozess zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, einem Prozess, in dem Alternativen im Sinne politischer Optionen diskutiert und gedanklich durchgespielt werden. Mit dem Ziel, Komplexität zu erhöhen, nicht zu verringern. Handlungsmöglichkeiten zu erweitern, nicht einzuschränken. Und das ist auch der Grund, warum die HSFK zunehmend auf kleine Formate, Workshops und Hintergrundgespräche, Fokusgruppen und so weiter setzt, um ihre Expertise zu vermitteln, weniger als fertiges Produkt, denn als Prozess politischer Urteilsbildung. Und
das letztlich ist auch der Grund, warum wir dieses Berliner Büro eröffnet haben, um genau das zu fördern. Dabei bleibt Friedens- und Konfliktforschung Wissenschaft im strikten Sinne. Das heißt, an Theorie und Methoden objektiver Erkenntnisgewinnung orientiert und an dem, was man früher Fakten nannte. Damit wendet sich die Friedens- und Konfliktforschung nicht nur vehement gegen die grassierende Postfaktizität, gegen Wissenschaftsbashing und die Infragestellung wissenschaftlicher Freiheit und Integrität, sondern auch gegen eine weit verbreitete Tendenz in der Wissenschaft, ihren eigenen Wahrheitsanspruch kleinzureden, die Möglichkeit gesicherten Wissens und kausaler Erklärungen zu verneinen und letztlich die Grenze zwischen Wissen und Meinung aufzuheben. Ich bin nämlich eigentlich der Meinung, dass die Wissenschaft, insbesondere die Sozialwissenschaften, ein Teil der Schuld an der Postfaktizität selber trifft. Die in zunehmender Selbstreferenzialität die politische und soziale Wirklichkeit zunehmend aus dem Blick verloren hat. Und dagegen wendet sich die Friedens- und Konfliktforschung dezidiert, indem sie den Blick immer wieder auf die wirklichen Konflikte und das tatsächliche Leiden von Menschen richtet, nicht nur auf die Phantomschmerzen des postmodernen Wissenschaftsbetriebs. Ich will nicht verheimlichen, dass diese Position umstritten ist, auch gerade in der Friedens- und Konfliktforschung. Befürchtet wird insbesondere der Verlust einer klaren friedenswissenschaftlichen Positionierung. Aber ich glaube, dass wissenschaftliche Glaubwürdigkeit in der Tat wichtiger ist als politische Korrektheit oder politische Positionierung. Das ist, glaube ich, auch der tiefere Grund, warum wir das Friedensgutachten, das ja jährlich von den großen Friedensforschungsinstituten in Deutschland herausgegeben wird, von Grund auf erneuert haben und im Juni mit einem echten Gutachten an die Öffentlichkeit gehen werden, das stärker auf Analyse fokussiert, das stärker faktenorientiert ist und meinungsstark nur noch dort ist, wo sich friedens- und sicherheitspolitische Optionen tatsächlich aufdrängen. Ziel ist, dass sich die Friedens- und Konfliktforschung wieder darauf besinnt, was sie als Wissenschaft ausmacht, nämlich Faktenwissen und Urteilskraft, Expertise, die nirgendwo sonst vorgehalten wird. Um diese Expertise tatsächlich vorzuhalten, muss die wissenschaftliche Gemeinschaft der Friedens- und Konfliktforschung gestärkt werden, national und international. Was die Friedensforschung nämlich auch kann, ist, durch wissenschaftliche Vergemeinschaftung die Grundlagen für internationale Kooperationen zu legen. Und nirgendwo wird das so deutlich und die Notwendigkeit so sichtbar wie bei der Rüstungskontrolle und bei der gegenwärtigen Krise der Rüstungskontrolle. Historisch lässt sich ja gut zeigen, wie sich die Ideen von Abrüstung, Rüstungskontrolle und Vertrauensbildung zuerst in transnationalen wissenschaftlichen Gemeinschaften durchgesetzt haben, bevor sie von der Politik aufgenommen worden sind und dann mit dazu beigetragen haben, dass der Kalte Krieg überwunden werden konnte. Heute zeigt sich, dass die vorhin erwähnte Krise der liberalen Weltordnung nicht nur eine politische und nicht nur eine institutionelle Krise ist, sondern auch eine epistemische Krise, eine Krise der Wissensordnung. Denn ganz offensichtlich geht in der politischen Auseinandersetzung über die Flugbahn ballistischer Raketen, etwa im Ukraine-Konflikt, und die Zusammensetzung chemischer Waffen, etwa im Syrien-Konflikt, auch der Sinn für wissenschaftliche Wahrhaftigkeit, wenn nicht gar das Verständnis für Naturgesetze verloren. Ich frage mich immer wieder, wie es sein kann, dass Wissenschaftler sich dazu hergeben, ganz offensichtlich Lügen zu verbreiten und dabei bereit sind, ihre eigene Reputation aufs Spiel zu setzen. Und ich glaube, das ist umso leichter möglich, wenn diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht Teil der internationalen wissenschaftlichen Community sind, in der bestimmte Standards von Wissenschaftlichkeit gelten. Damit überhaupt wieder miteinander gesprochen werden kann, zwischen, ich sag mal wieder, Ost und West, und
ernsthafte Gespräche über Rüstung, Rüstungskontrolle und Verifikation möglich sind, müssen die epistemischen Grundlagen erneuert und eine Basis wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit entwickelt werden. Es ist gewiss nicht die geringste und auch sicher nicht die einfachste Aufgabe der Friedens- und Konfliktforschung, die internationale Epistemic Community, zum Beispiel im Bereich der Rüstungskontrolle, am Leben zu erhalten und fortzuentwickeln. Aus diesem Grund ist die HSFK im vorhin schon genannten EU-Konsortium on Non-Proliferation and Disarmament engagiert, entwickelt diese E-Learning-Module und veranstaltet regelmäßig Konferenzen mit russischen Kolleginnen und Kollegen mit dem Ziel, eben diese gemeinsame Wissensbasis für eine friedlichere Welt zu schaffen und zu erhalten. Dass die Friedens- und Konfliktforschung Denkgewohnheiten verändern kann, haben Studien über das Ende des Ost-West-Konflikts gezeigt, bei dem Konzepte wie gemeinsame Sicherheit eine wichtige Rolle gespielt haben. Freilich, Friedensforschung schützt nicht davor, in alte Denkgewohnheiten und alte Feindbilder zurückzufallen. Und es ist deshalb schon früh die Bedeutung von Friedenserziehung in Schule und Universitäten betont worden. Die Studiengänge der Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland sind überaus nachgefragt und produzieren exzellent ausgebildete Spezialisten für internationale Organisationen, für politiknahe Forschung und die Diplomatie. Die HSFK ist selbst am Masterstudiengang Internationale Studien Friedens- und Konfliktforschung der Goethe-Universität beteiligt und hat darüber hinaus die politikwissenschaftliche Ausbildung der jungen Attachés des Auswärtigen Amts übernommen. Ziel ist, wie gesagt, die spezifische Expertise der Friedens- und Konfliktforschung aus empirischem Wissen und Urteilskraft zu vermitteln. Also lassen Sie mich zusammenfassen, was die Friedens- und Konfliktforschung meines Erachtens kann. Sie kann Krisendiagnostik bieten und dabei politische Alternativen aufzeigen und mit zunächst ungewöhnlichen Optionen, out of the box, Handlungsmöglichkeiten erweitern. Sie kann auf gesichertes Wissen zurückgreifen und gleichermaßen Fakten wie Urteilskraft für einen rationalen Diskurs bieten. Sie kann transnationale Wissenschaftsgemeinschaften bilden und erhalten und damit Grundlagen internationaler Kooperationen bilden. Sie kann Denkgewohnheiten in Politik und Gesellschaft verändern und damit Zusammenhalt und Frieden fördern. Und sie kann dies alles in dem Maße, in dem sie ihrerseits gefördert wird. Vielen Dank.